Das ist sie, die wirklich coole Party-Location Bristol. Im unteren Floor schicke Lounge für das etwas edler gekleidete Publikum. Zwei Etagen weiter oben insgesamt 34 leerstehende Zimmer. 20 Künstler von Städel über Street Art bis hin zu FH-Studis haben sich kreativ ausgetobt und die Räume gestaltet. Die Frankfurter Promis waren begeistert. Frankfurt lebt, O-Ton. Sensationell. Wenn wir so weitermachen, dann wird das Leben in Frankfurt wieder attraktiv. Gedacht, meiner Meinung nach ist es die beste und coolste Party des Jahres. Wirklich? Ja, definitiv. Warum denn? Ja, das hat so eine Mischung hier unten, das ist natürlich so schicker. Da ist das Alte auch stark gehoben. Also ich würde sagen 25 plus, aber die oberen Stockwerke sind ja so verrückt. Man hat so ein bisschen das Feeling von Abi-Party und gleichzeitig, jeder Raum ist unterschiedlich, jeder Raum ist ganz kreativ designt und da gibt es die Oriental Chill-Out Area, dann gibt es die 80er Disco mit Graffiti an den Wänden, Kunst zum Teil, finde ich Wahnsinn. Sonja Kraus, die Maus. Maus vor allen Dingen, ja. Ja, die Zimmer sind fantastisch, sehr witzig. Vor allem hat es was mit Subkultur, mit Kultur, mit Lebensgefühl zu tun. Poppig, schrille Party-People tummelten sich in den engen Gängen, abgefahrene Fehde überall, dazu äußerst zufriedene Künstler. Von dem Projekt insgesamt finde ich sehr gut, weil Musik und Kunst zusammengebracht wird und es eben auch ein Publikum ist, das nicht unbedingt in Museen oder irgendwelche Ausstellungen gehen würde normal und so aber auch an die Kunst rankommt. Das ist auch ein sehr junges Publikum und es ist sehr vielfältig von der Kunst. Wir haben das Gefühl, dass in Frankfurt zurzeit Bewegung ist und dass die nächsten zwei, drei Jahre ganz interessant werden können. Also ein Auftakt zu weiteren ausgefallenen Events dieser Art? Bestimmt nicht ausgeschlossen. Schließlich wollten auch morgens um 2 Uhr noch über 100 Partygänger in Bristol die Nacht durchfeiern. Hallo, ich bin der Matthias, bin 32 Jahre alt, ich komme aus Seelenhausen, das ist in der Nähe von Wiesbaden.